Nur da oben gibt es diesen Maira. Das ist geil. Okay, ja. Ich ball einfach hier noch einen rein, weil ich zwei halt habe. So, Stromausfälle, alles klar. Der T-Rex schreit wieder die Seele aus dem Leib, ey, Halleluja. Gut. Ich weiß nicht, sollen wir einfach mal auf die andere Insel gucken? Einfach nur schauen, wie es dort abgeht? Irgendwie. Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ab jetzt muss ich sowieso wieder die Dinger sparen. Die Fossilien. Ich hoffe, ich habe hier dann Kohle, weil hier hat sie echt ganz beschissen angefangen mit keine Kohle, minus was weiß ich wie viel und alles Mögliche. Ich hoffe, da drüben ist es nicht so schlimm. So engmäßig ist es ja okay, weil hier, das ist auch nicht so breit, okay? Das ist auch eher in die Länge gezogen, das ganze Ding. Also von daher, gut, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal kurz und ich hoffe, die andere Insel hat ein fossiles Zentrum. Das hoffe ich sehr. 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 Also was stand jetzt hier genau? Ich habe es nur ganz kurz überflogen. Ah ne, das steht hier gar nicht mehr, oder? Schade. Ja, okay, dann muss ich mir nachher nochmal durchlesen. Oder Info? Gibt es hier eine Info? Ja, ne, Isapenda ist die Ding stürmische. Das interessiert nicht. Das interessiert auch nicht. Ich wollte die Insel selber wie. Egal, okay, ciao. Okay, wer? Die Fleischfresser? Nein, die Pflanzenfresser? Ja. Besser gesagt, die Langhälse. Fahre zur Futterstation. Kein Problem. Kein Problem, da wäre ja offen. Aufgabe hinzu. Jo. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Okay, aber die. Hä? Haben die sich jetzt hier gepaart oder habe ich hier einfach mal im letzten Mal noch ein paar mehr dazu geballert? Anscheinend ja. Ich dachte bis jetzt immer, die sind nur zu zweit. Hä? Ich habe hier noch welche reingeballert? Okay, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Gut, von mir aus. Soll mir recht sein. So, die Bahn kurvt auch herum. Das ist schön. Ja, doch. Kann man sagen. Okay. Sind jetzt bald mal back oder sind die schon back? Ich glaube, wir sind back. Dann Störer. Okay, sind aber coole Dinger zum Verkaufen auf jeden Fall. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Das ist dieser Fleischfresser, dieser Deinon irgendwas. Okay. Alles klar. Gut, okay. Scheiß drauf. Ab geht das. Komm, ich will ihn da jetzt sehen jetzt. Let's fucking do. Warte. Erst speichern, dann. Ich sehe riskieren. Der letzte. So, und jetzt. Let's go. Bams, bams. Isla Bena, ich komme. Ich fucking komme. Ich bin gespannt. Sehr dünn. Nee, nicht sehr dünn, sehr lang eher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gespannt, was die mit lang meinen. Weil die Insel ist auch lang, Alter. Die ist auch nicht so breit. Okay. Ich kann jetzt auch nicht hier mitsummen, weil ich weiß, dass man die Musik im Video nicht hört. Und ich höre sie gerade. Ne, das kommt so doof. Einfach ihr ohne Musik und ich summe mit. Aha. Oh. Nichts an dieser Insel fühlt sich richtig an. Und meine Instinkte sind in der Regel ziemlich gut, wenn es um Dinosaurier geht. Natürlich wird vieles, was auf den Inseln passiert, geheim gehalten. Ja, aber das fühlt sich irgendwie anders an. Diese Insel ist zu eng, zu isoliert. Als würde jemand alle Zutaten für eine Katastrophe zusammentragen. Seien Sie vorsichtig. Danke. Okay. Also viel steht noch nicht, aber zum Glück ist nichts hier
Kein Gewitter und alles Mögliche, das ist schon mal irgendwas. Und wir sind auch im Plus, das ist auch schon mal Ich irgendwas. bin nicht Hä? sicher, was wir auf dieser Insel eigentlich Ach du wollen, aber ich finde, nach Touristenattraktion sieht Lol. sie nicht gerade Hä? aus. Sie müssen Hä? die Arbeiten hier exakt planen, bei all dem eingeschränkten Bauplatz und den hohen Ach du Betriebskosten. Scheiße. Ich schlage vor, Sie investieren in ein paar teure Dinosaurier. Die gibt es allerdings auch nicht ohne dazugehörige Probleme. Man kann die Natur nicht einsperren. Sie passt sich an. Sie sucht nach Schwächen. Und wenn sie sie findet, nutzt sie sie aus. Nicht hin und wieder. Immer. Diese Insel ist alles andere als Hammonds Dinosaurierparadies. Und wenn hier etwas schief geht, ist dieser Ort alles andere als sicher. Okay. Der Hügel lässt mich jetzt schon hier. Der Hügel, warum ist der Hügel hier? Der Berg oder whatever, warum ist der hier? Das ist ja voll bescheuert. Okay, ja, jetzt, also hier hinten mache ich auf jeden Fall mal dann T-Rex rein, das weiß ich jetzt schon. Okay, warum ist es hier? Ist es hier die ganze Zeit Nacht oder was ist hier los? So, Fossilien haben wir. Expedition, ich brauche ein Ranger-Team. Ach du Scheiße. Okay. Ach du Scheiße. Die haben nicht gelogen, als sie gesagt haben, es ist eng. Und das ist schon mal schlecht. Ja. Oh, blink, blink, blink. Bau die Kacke hin. Wovon bist du verbaut? Will sie erzählen. Aha, da hinten geht's. Aha. Alles klar, Kollege. Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache, aber ich mach's einfach. Ich will hier ein Ranger-Team haben, verdammte Scheiße. Das war falsch. Komm schon. So, was war jetzt? Ranger, Fossilien, Forschung. Schön hinten in der Ecke. Ach du Scheiße. Ich glaube, das muss ich auch noch umbauen. Irgendwie, das ist jetzt nur wie immer provisorisch. Weil so geil finde ich jetzt das überhaupt nicht. Okay. So. Okay, haben wir das mal. So, die Fossilien werde ich jetzt noch nicht verkaufen, weil ich noch nicht weiß, was ich jetzt mache. 5 Mille, aha. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein T-Rex rein, weil das ist schon sehr klar, dass mir irgendwas hier los ist überhaupt. Weil Beton und so, das kann man machen. Forschung, ja, das ist mir völlig klar. Chill, was geht? Ja, das weiß ich jetzt auch schon. Nee, was tue ich denn hier gerade? Verdammt nochmal, das hier. So, und dann kannst du gleich, solange wir noch genug Kohle haben, einen T-Rex. Einen T-Rex. So, let's go. Alles klar. Warum sind die zwei Tore überhaupt? Okay, ist vielleicht keine doofe Idee, zwei Tore zu machen, aber okay. Gut, hier haben wir jetzt ein bisschen Platz. Ist auch nicht so viel. Hier hinten auch, okay. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße.
So, weißt du was? Ich versuche es einfach mal. Ich versuche es einfach mal. Ob genug Platz ist, ist ja eine Frage. Aha. Komm, Baby. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir gleich mal viel mehr Strom. Sehr gut. Weil da hinten, ich meine es einfach so, hier hinten ist einfach nur die ganze. Ja. Arbeiter, Gedönsheimer, irgendwas, also für die Gäste ist scheißegal hinten. Deswegen klatsche ich einfach alles hier hin, weil es juckt keinen. So, das passt. Und dann hier überall dann. Ja, die Dinge halt. Okay, ich hätte ja ein kleines. Weißt du was? Verpiss dich. So, damit er komplett klar ist. Damit er gleich komplett klar ist. Da kenne ich nix. Da kenne ich einfach nix. Oh, ernsthaft. Gut, Strom ist alles auch da. Gleich mal. Okay, eine Mille habe ich noch. Eine gute Mille. Sind wir im Plus? Sind wir im. Wir sind gar nichts. Wir sind einfach nichts. Ja, wie sollen wir im Plus sein, wenn. Ja, logisch. Wenn keine Sau da ist noch. Kommt, Leute! Wird es hier eigentlich auch. Irgendwann mal Tag oder ist das hier irgendwie nur in der Nacht? Da kommt es irgendwie langsam vor. Aber. Die Aussicht ist not bad. Ist das mir schön. Ist echt klein. Auch wenn man hier so ist, kommt man doch die Insel relativ wirklich klein vor. Bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn ich mit dem Ranger-Team herumkurve. Okay. Insgesamt verfügbar 35 Kammer. 35 Strom, okay. Warte mal, du hast 80. Du bist leer, okay. Gut, so, T-Rex, du bist immer nicht fertig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber ich tue es jetzt einfach mal. Ich tue es jetzt einfach mal, weil wenn wir dann in den Marotten sind, dann habe ich es jetzt zum Verkaufen noch. Also deswegen scheiß drauf. Scheiß einfach gerade drauf. Interessiert nicht. So, das passt. Ja, das kann man im Moment mal so lassen. Auf jeden Fall. Die wichtigsten Dinge habe ich schon mal. Aber hier geklatscht. Fossilien habe ich nur die zum Verkaufen, oder? Genau. Genau. Okay. Mentor-Team und Forschung sind jetzt Sachen dazugekommen, oder? Aber die werde ich. Ja, es sind ein paar Sachen dazugekommen. Okay, aber die werde ich hier sicher nicht machen. Bescheuert. Gut, ja. Ich würde sagen, ich kurve jetzt einfach mal back. Ja, ich kurve back. Ja, ciao. Ciao, Insel. War schön mit dir die paar Sekunden. Paar Minuten eher. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn wir diese jetzt auch haben, diese Isla Penna, Gedönshammer, wenn wir die jetzt auch drei Sterne schon haben, dann halt haben wir noch eine Insel und dann, keine Ahnung, was ist dann? Wo man hier noch auch drei Sterne haben und dann sagt das Spiel, okay, passt, du hast es theoretisch das Spiel durchgespielt, ist, da kannst du machen, was du willst. Oder wie sehe ich das dort dann? Naja, okay. Bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt, ob wir alle 200 Folgen reinholzen. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, so von dem, wenn ich jetzt mitgezählt habe, richtig, ist das irgendwo mit 140? Warte mal. Ich glaube, 137 war das letzte Ding, wo ich aufgehört habe zum Aufnehmen. 38, 39, ja, so 145 müsste jetzt der Part sein. Also der derzeitige jetzt. Ich kann es nicht sagen, aber. Not bad. Ja, es pisst wie aus Eimern. Alles klar. Jetzt fühle ich mich schon hier wie zu Hause, Alter, das ist so bescheuert. Irgendwann werde ich mich einfach bei der anderen Mini-Insel auf wie zu Hause fühlen. Das ist so. Ah.
Alter, 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 Alter. Keine Stromausfälle, jo.